Mein Name ist Adrian und in diesem Video begrüße ich dich nicht in unserem gewohnten YouTube-Setting, sondern mal direkt am Set bei einem von unseren Kundendrehs. Deshalb jetzt Schnitt auf die andere Kamera, so sieht das Ganze hier bei uns aus und ich möchte dir in diesem Video einfach mal einen Einblick geben, wie wir so ein Studio aufbauen und was essentiell ist bei so einem Aufbau von einem Studio. Starten wir mal mit dem, was jetzt aktuell hinter der Kamera ist und zwar mit der Akustik. Wir haben nämlich hier extrem darauf geachtet, in einem großen Konferenzraum jetzt uns ein kleines Studio zu bauen. Hier sieht man es auch so ein bisschen. Wir haben hier einen Vorhang, der uns einmal trennt von dem großen Raum. Das ist ein großer Vorhang, Molton. Und dafür sorgen wir, dass die Leute, wenn sie hier sprechen, direkt in die Kameras sprechen und nicht hintendran irgendein Vogel oder irgendein Fenster oder irgendwas anderes interessanter ist. Und das hilft einfach, wenn hier so ein schwarzer Hintergrund ist, dass man sich auf die Kamera besser fokussiert. Kann. Und natürlich, der Vorhang tut auch einiges für die Akustik. Da gibt es aber auch noch diese Akustikelemente hier, davon haben wir drei Stück hier stehen, die einfach dann auch noch mal eine bessere Akustik hier in dem Raum machen. Die werden dann noch mal ein bisschen näher rangestellt und dann ist das hier das Setting. Was wir hier haben, ist ein Setting, wo drei Personen an einem Tisch stehen, hier vorne. Hier sieht man auch schon, sind alles mit Funkstrecken dann, haben alle ein Lavaliermikrofon. Und hier stehen drei Personen an diesem Tisch und führen eine Diskussion, unterhalten sich. Und dafür braucht es natürlich jetzt das richtige Licht, denn wir haben hier ganz unterschiedliche Perspektiven, die hier ausgeleuchtet werden sollen. Und man sieht es hier oberhalb, wir haben hier zwei große Lichtquellen, die von vorne das Ganze aufhellen, die unsere Hauptlichtquellen sind. Wir haben hier einmal eine Aperture 120D mit einem Light Dome drauf und wir haben hier auf der Seite auch so ein Aperture LED mit einer Softbox drauf. Und die stehen wiederum auf so C-Stands hier und das ist das Licht, was primär die Leute hier von vorne ausleuchtet. Und ansonsten haben wir auf beiden Seiten gleichermaßen hier noch von diesen LEDs welche, die sind eigentlich dafür gedacht, ja, auf Messen oder so Stände auszuleuchten. Zumindest habe ich das der Beschreibung so entnommen. Aber die machen richtig Sinn, weil die sind einfach unglaublich hell. Wenn ich die mal ausmache, da gibt es einiges an Power für wenig Geld bei diesen Lampen, muss man auch dazu sagen. Und die kann man jetzt indirekt über die Decke, wir haben hier nämlich eine weiße Decke, schießen, sodass man hier das Licht entsprechend dann vorne bei den Leuten hier hat. Und da haben wir auf beiden Seiten einmal so eine LED stehen. Die Alternative bzw. hier noch zusätzlich eingesetzt sind natürlich Video-LED-Panels. Ja. Davon haben wir auch drei hier im Einsatz. Eins da vorne mit Softbox, das habe ich ja schon gezeigt. Und hier haben wir jetzt noch eins, was die Spitze setzt. Und das bedeutet hier auch wieder auf beiden Seiten haben wir so ein LED-Panel, was nicht sehr viel jetzt hier an Output braucht, auch um einfach so ein bisschen eine Spitze zu setzen. Um nochmal das ganze Licht zusammenzufassen, wir haben hier von vorne zwei Softboxen, zwei weiche Lichtquellen, die dafür sorgen, von vorne ausgeleuchtet zu werden. Dann, ja, ein bisschen mehr als im 45-Grad-Winkel auf jeden Fall, hier schon fast im 90-Grad-Winkel haben wir zwei Lampen stehen, die über die Decke reflektieren und von rechts und links nochmal eine flächige Aufhellung geben. Und dann haben wir hier noch zwei LEDs ein bisschen weiter hinten, die dann die Spitze setzen. Gerade wenn eine Person dann hier steht zum Beispiel, kriege ich dann hier nochmal ein Spitzenlicht. Aber natürlich darf man auch nicht vergessen, wir haben jetzt hier im Hintergrund auch noch ein Fenster. Hier scheint jetzt gerade extrem das Licht rein. Das wird dann bei der Aufzeichnung nicht so sein, weil wir tendenziell vormittags aufzeichnen. Jetzt am Nachmittag haben wir aufgebaut, jetzt ist schon Abend und jetzt scheint hier wirklich die Abendsonne rein. Aber das Schöne ist bei den Fenstern, hier haben wir so ein Fliegengitter dran. Und das sieht man, wenn man mit der Kamera sehr nah rangeht, schon. Aber es stört nicht, wenn die Kameras jetzt hier in der Entfernung und mit der Brennweite ja positioniert sind. Und dementsprechend können wir mit dem Fliegengitter so ein bisschen Sonne wegnehmen. Und es funktioniert hier in dem Setting relativ gut, sodass man das nicht sieht, dass das so ein bisschen flimmert im Hintergrund. Ja, vielleicht bei der einen oder anderen Nachaufnahme sieht man es vielleicht ein wenig. Aber wir haben dadurch im Hintergrund eben noch die ganzen Details und können das eben, ja, selbst wenn der Himmel sehr, sehr hell ist im Hintergrund, nicht unbedingt ausbrennen lassen. Aber dafür sorgen natürlich auch die Kameras. Da braucht es natürlich auch eine gewisse Qualität. Und zwar haben wir hier ganz unterschiedliche Kameras. Ja, einfach weil es vier Kameras braucht und wir vier Kameras aus unserem Bestand genommen haben und jetzt nicht unterschiedliche Kameras da mixen, anstatt halt eine Kamera zu nehmen und da noch mehr anzumieten, haben wir hier
als Setup vier komplett unterschiedliche Kameras. Und wir starten mal hier mit unserer Hauptkamera. Das ist die Kamera, die die totale macht. Das ist die Blackmagic Cinema Camera, Pocket Cinema Camera 6K. Und mit dieser Kamera machen wir die totale. Das heißt, hier haben wir ein 18-35 von Sigma drauf, wirklich hier auf 18 mm, also sehr weitwinklig. Und hier sieht man alle drei Personen, die vorne am Tisch stehen. Hier oben drauf haben wir jetzt noch einen Monitor von Blackmagic, noch ein bisschen Infrastruktur, die uns einfach dabei hilft, die gut zu bedienen, wie zum Beispiel hier so ein Tentacle Sync für einen Timecode oder eine SSD hier oben drauf, damit wir direkt auf die SSD aufzeichnen können, um da auch entsprechend die vielen Datenmengen dann auch verarbeiten zu können. Dann hier direkt nebendran haben wir die nahe Perspektive. Da haben wir ein 24-105 Zoom-Objektiv, sodass man hier auch tatsächlich so ein bisschen reinzoomen kann, Nahaufnahmen sammeln kann von allen Gästen auch. Und hier haben wir die C100 Mark II im Einsatz. Hier oben drauf direkt noch ein Monitor draufgepackt und so hat man hier auch ein schönes Setting. Das ist dann die bemannte Kamera, sag ich jetzt mal, wo auch bewegte Aufnahmen dann mit gemacht werden und dementsprechend steht das Ganze hier auch auf einem hochwertigen Sachtler-Stativ. Also wir haben hier schon mal eine totale und wir haben hier eine nahe Perspektive. Das ist ja schon mal ein gutes Setting, aber wir haben uns gedacht, okay, wir packen noch mal zwei Kameras mehr mit rein. Und zwar haben wir hier zum Beispiel die Canon Lecrea GX10 noch mal aufgebaut und die fasst sozusagen die zwei Personen hier noch mal zusammen. Ja? Das heißt, man hat eine totale mit allen dreien, man hat eine nahe, die an alle drei rangehen kann und wir haben hier noch mal links und rechts von den beiden noch mal eine Kamera, die nur jeweils zwei Personen sozusagen abdeckt. Und die eine Kamera ist hier die GX10 von Canon und die andere Kamera ist die Kamera, in die ich gerade quatsche. Deshalb ist sie nicht aufgebaut. Das ist die Fujifilm X-T3 und die steht hier dann normalerweise nochmal auf dem Stativ. Hier auch nochmal ein Recorder bzw. Monitor mit dabei, um nochmal ein Backup-Recording auch machen zu können, weil man bei der Fujifilm X-T3 eben auch nicht parallel auf zwei SD-Karten aufnehmen kann, um da einfach nochmal ein bisschen mehr Sicherheit zu haben. Und so stehen dann unsere Kameras hier. Wie gesagt, außen jeweils eine Kamera, die zwei Personen von den drei Personen einfach als statische Kamera einfängt. Dann hier die totale, die alle drei Personen einfängt. Und hier eine nahe, die wirklich dann auf die einzelnen Personen eingeht, wenn sie eben entsprechend reden. Was haben wir jetzt hier noch? Noch ein bisschen Audio-Thema ist natürlich hier mit dabei. Wir haben hier ein Mikrofonstativ und da drauf das Zoom F6. Ein sehr spannender Audio-Recorder, wo wir jetzt hier Funkstrecken reinlaufen haben. Das heißt, wir haben hier zwei Sennheiser AVX-Funkstrecken und dann hier noch eine analoge Funkstrecke, die hier direkt mit drauf gebaut ist. Das Zoom hat 6 Eingangskanäle. Wir brauchen davon dementsprechend hier jetzt gerade nur 3 und können hier, ich kann es ja einmal hier umdrehen, dann eben den Ton mit aufzeichnen und haben hier direkt auch einen Kopfhörer, sodass die Person, die hier auch die bemannte Kamera macht, dann auch direkt sagen kann, okay, Ton passt und falls irgendjemand sich hier kratzt oder was auch immer, dann eben direkt da das Feedback kommen kann und man da einen Einblick hat, wie der Ton gerade ist. Jetzt gerade nehmen wir auch hier mit dem Zoom F6 auf. Das Spannende gerade beim Zoom F6 oder das Besondere bei dem Audio Recorder ist, dass man hier ein 32-Bit Float Recording hat. Das macht der wirklich richtig gut. Wenn du genau wissen willst, was das ist, kannst du dir gerne noch mal ein anderes Video von mir dazu anschauen. Aber das ist auf jeden Fall ein Grund gewesen, sich hier für das Zoom F6 zu entscheiden. Nochmal ein kurzer Überblick. Wie gehen wir an so ein Set hier ran? Natürlich, hier ist ein großes Konferenzhaus. Wir haben unterschiedliche Räume uns angesehen, haben dann gesagt, okay, wir nehmen hier diesen Raum. Wir hätten da gerne noch ein bisschen was weggestellt, haben wir natürlich hier. Hier standen noch so Boards und so weiter. Das haben wir alles rausgeräumt, haben jetzt hier Pflanzen hingestellt und haben eben diese etwas kleinere Ecke von dem Raum jetzt gewählt. Hier dann eben mit dem Vorhang das Ganze auch wirklich ja, abgeschottet, diesen Raum, damit man eben nicht hinten an die Wand oder durchs Fenster oder was auch immer schaut, sondern hier direkt in die Kamera eben auch reinsprechen kann und es einem nicht schwerfällt, weil irgendwas im Hintergrund ablenkt. Und wir haben hier eben auf Akustik geachtet, indem wir mit diesen mobilen Akustik-Audio-Wänden da arbeiten. Ein Licht-Setup jetzt hier mit 6 unterschiedlichen Lichtquellen plus eben dem Licht von draußen, was jetzt viel härter reinkommt, als es dann in der Drehsituation der Fall sein wird. Wir haben Lavalier-Mikrofone, habe ich auch angesprochen. Und hier ist zum Beispiel auch schon mal der Color Checker, der hier mit im Bild dann ist am Anfang, um die ganzen Kameras dann eben entsprechend auch aneinander angleichen zu können. Und so haben wir hier ein Setup mit wirklich 4 komplett unterschiedlichen Kameras, aber man kann das Ganze dann mit dem Color Checker in der Farbkorrektur
Struktur ganz gut so aussehen lassen, wie als wäre alles aus einem Profil heraus, aus einem Film heraus. Das war jetzt mal ein Einblick hier an so ein Set von uns. Vor allem spannend bei dem Set ist, dass es jetzt das dritte Mal ziemlich genau so steht. Das heißt, auch wenn man jetzt zum Beispiel Videokurse oder sowas aufnimmt, dann ist es natürlich wichtig, dass das alles immer relativ ähnlich ist, aber man trotzdem mehrere Drehtage hat und die vielleicht auch nicht alle on block sein können. Und dementsprechend sehen wir dann hier mit dem Klappmeter und schauen, dass der Tisch wieder genau richtig steht und dass die Kameras den gleichen Abstand haben und brauchen da wirklich eine ganze Weile, bis dann wirklich jedes Bild wieder so aussieht, wie es vorher ausgesehen hat. Aber dann hat man eben auch ein schönes Gesamtprodukt und kann dann eben sich auf solche Videos freuen. Vielleicht kriegen wir es ja hin, so ein paar Eindrücke da an der einen oder anderen Stelle auch nochmal mit einfließen zu lassen. Du hast auf jeden Fall die Totale ja auch am Anfang gesehen. Und dann verlinken wir dir vielleicht auch mal ein Video, falls es dann rausgekommen ist, in der Videobeschreibung, sodass man sich das auch mal anschauen kann, wie dann das finale Video hier in diesem Setup dann auch entsprechend aussieht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bis zum Ende mit dran geblieben bist, einfach mal so einen Einblick in so ein Setting bekommen hast. Wenn es dir weitergeholfen hat, lass gerne eine positive Bewertung da. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich, wenn du dann beim nächsten Video auch wieder mit dabei bist. Bis dahin, ciao! Thank you.